Spieltag Nummer 12. Unsere Sportfreunde Schwäbisch Hall in den ersten FC Normannia Gmünd und somit ein herzliches Hallo und willkommen hier im Optima Sportpark. Heute für den ersten FC Normannia Gmünd ausgedacht. Und das ist mit der Nummer 1 Torhüter und Kapitän Janik Klammann. Mit der 5 Daniel Stölzel, die 6 Tim Krupp, die 9 Alexander Aschauer, die 10 Marvin Nase, die 11 Adnan Akic. Mit der 14 Luca Molinari, die 15 Tobias Ressler, mit der 20 Gelenski Kempf, die 21 Valerio Affiliano und die 22 Fabian Piantor. Meine Damen und Herren, Baumann heute auf den Rasen. Unsere Nummer 1 trägt unser Torhüter Nico Hurtscher, mit der 4 Joshua Vogt, die 7 Günter Grietsch, mit die 8 unser Kapitän Daniel Martin, die 10 trägt Serkan Uygun, die 12 Dani Thomas, mit der 13 Johann Jadanson, die 15, Dennis Upstas, mit der 16 spielt heute Daniel Dahmen. Die 22 trägt Philipp Minder und die 26 Niklas Vuletic. Julian Konrads und mit der 29 Gregor Richter. Hey!
Das Ding wieder raus, Mensch! Jetzt will ich nur tun, ob es auf der Rechnung steht. Schon wieder nach Auckland. Ey, 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 ey.
Schlag doch den Spielschaft. Das sind 4 Meter, oder? Schießen ab. Ihr guckt mal, das wäre ja gar nicht. Get us!
Torschütze wiederum, die Nummer 9, Alexander Aschauer. Neuer, somit sportfreundlich mit dem Schall, erster LC Normania Köln. Schluss hier im Optima Sportpark. Verbandsliga Spieltag Nummer 12. Unsere Sportfreunde Schwäbischer verlieren 0:3 gegen den 1. FC Normania Münz. Wir wünschen allen Zuschauern einen guten Nachhauseweg, ein schönes Restwochenende. In Kürze findet dann die Pressekonferenz auf dem Rasen statt.